wie oft soll ich dir das noch sagen? Udo, ich habe Fiete dabei. Du lässt mich gar nicht aussprechen. Du sollst mit dem Fahrzeug hier nicht erfahren. Ich habe aber den Hund doch dabei. Ist mich doch egal, wenn du dabei hast und wenn du mit Papst hinten drin sitzen hast. Ich habe eine Sondergenehmigung. Ich darf hier drauf fahren. Du hast gleich eine ganz andere Sondergenehmigung. Nach hinten hin. Den Hund kannst du so unterm Jacke machen. Hast du einen an der Marmel oder was? Nee. Ist doch ein Welpe, 9 Wochen alt. Den kannst du doch verstecken. Was hast du denn da überhaupt für einen modischen Kaschmir-Kobra um Hals gewickelt? Ey, wegen dir, dank dir, hab ich schon wieder die Grippe im Knochen. Und Fiete. Das ist Fietor der Schreckliche und nicht Fiete. Fiete, komm hier. Komm hier, gleich Ordnung. Komm hier, so ist fein. Ja, richtig. Ordnung bei Udo. Hier. Fiete, nein. Fiete, weg da, ich muss haken. Hallo, ich bin hier der Platzwart. Der ist abgerichtet. Der wird dir ab sofort mit auf den Sack gehen. Ey, du kostest mir schon 2 Stunden. Von meiner Arbeit. Der kostet mir nochmal 1 Stunde. Fiete, hier ist ein riesengroßer Platz. Fiete, ich will hier doch haken. Nun geh hier doch im Feld. Fiete, du musst doch ein bisschen. Udo, das ist ein Welpen. Ja, aber du musst doch als Kleinkind gleich anfangen. Wie soll er lernen zu haken oder was? Hast du einen an der Murmel? Nicht haken, dass er aber auf mich hört. Der soll nicht auf dich hören. Das so, siehst du das? Der ist abgerichtet. Ey, hast du den zu beißen auch animiert oder wo? Fiete, komm mal her. Fiete. Ja, Fiete. Aua. Aua. Fiete. Nein, komm, Fiete nicht beißen. Fiete. Udo, der ist abgerichtet. Ja, aber Wilke, der kann doch nicht beißen. Das tut doch weh. Das ist ein... Sag mal, bist du blöd in dem Marmel oder was? Oh, weißt du was? Jetzt habe ich 2 Nerven sehen. Nee, 3. Kevin kommt auch genau. Fiete, nun geh da weg! Oh, meine Fresse! Fiete! Lass die Arke! Bitte, das geht jetzt nicht! Der spricht deine Sprache nicht! Ja, was soll ich denn machen? Bau, bau, geh da weg oder wie? Fiete, es reicht! Oh, ich krieg hier Nerven zusammen! Wie gesagt, auch ehrlich, du hast ihn doch nur gekauft, um mich richtig auf den Nerv zu gehen! Fiete! Nein, lass ihn da, jetzt kann ich haben! Ich habe ja Fiete Spielzeug mitgebracht, ne? Oh, dann. Ich will hier doch was tun. Ich kotz mir ein. Was willst du da damit? Das ist ein Spielzeug. Ey, kannst du den Hund nicht vernünftiges Spielzeug kaufen? Andere Hunde haben Bälle und sowas zum Spielen. Und du kommst mit einem riesen Karton ab. Was soll so blöd? Hat er sich doch ausgesucht. Da kann ich doch nichts für. Hat er sich doch ausgesucht. Wie ist er im Geschäft gegangen und hat zu dir gesagt, den Karton möchte ich oder was? Das hat er so gesagt. Ja, dann hat er gesagt. In Hundesprache. Ja, ja, Hundesprache. Du verstehst Hundesprache. Nee. Freu dich doch einfach. Für die freue ich dich. Für die freue ich dich. Also für mich freue ich dich. Nee, nee. Meinst du wirklich, dass das ein Hund ist? Was soll das denn sonst sein? Ja, ein Känguru, so wie der springt. Lass das. Was soll er lassen? Hier durch den Haufen. Udo, das versteht der nicht. Dann bring ihn das bei. Du kannst doch nicht zum Hund sagen, lass das hier durch den Haufen. Ich hab meinen Hund auch so erzogen. Ich werd schlecht. Jetzt fängt er mit dem Karton an, auseinander zu blüstern. Das ist sein Spielzeug, ja, Udo. Ja, das ist sein Spielzeug. Mann, oh Mann, oh Mann. Der freut sich jedes Mal, wenn er einen Karton kriegt. Ja. Für dich freut er sich auch sicher, dass er mich nochmal ärgern kann, ne? Jetzt ist meine Hake wieder. Ich mach hier Nachtschicht noch. Du hast doch gesagt, du möchtest ihn kennenlernen. Ja, aber anders kennenlernen. Was sagtest du denn, dass ihr euch zusammen aufs Sofa setzt, ja, euch Gedichte vorlest oder was? Wieso muss er hier alles anfressen? Reicht er nicht, wenn er bei dir zu Hause deine fetten Qualmbeine anbeißt? Nee, nicht zum Lachen. Ich dachte, du kommst mit einem süßen Hund. Der ist doch süß. Ja, das hast du deinen Hund mal gesehen? Der sieht aus wie ein Fussel mit Augen. Ja, was ist dein Name? Und wie heißt dein Hund? Papas Junge. Ja, ist Papas Junge auch. Nein! Ich kann den Haken nicht bewegen ohne... Ah! Ich dachte, du freust dich. Ich freue mich auch, ja, aber der macht ja alles wild und durcheinander hier. Ja, was fällt dir denn auch ein, hier zu haken, wenn Fiete kommt? Ach so, jetzt darf ich gar nichts mehr machen, oder was? Du machst ja sonst auch nichts. Siehste, und da kommt das Thema nämlich wieder. Du machst dann sonst auch nichts. Du machst hier richtig Unruhe. Jetzt bringst du einen Hund mit, der mich auch noch nervt. Dann ich dachte, du freust dich. Für den Hund freue ich mich, ja. Hä? Aber den kannst du so ein bisschen erziehen. Fällt dir was auf, Udo? Nee, fällt dir was auf? Nein. Der geht nicht auf den Sportplatz drauf, weil der so katastrophal aussieht. Was soll das denn jetzt wieder für eine Anspielung sein? Der sieht gut aus. Hallo, da wird nicht hingepinkelt. Oh.
Sei doch froh, der hilft dir noch. Ja, dann sehe ich, dass er hilft. Wieder deine Pose. Immer in der Ecke und in der Ecke sitzen und fressen. Peter! Oh nee, Dicker, das geht so nicht. Wieso denn nicht? Nee, dann höre ich auf. Du machst doch sowieso nichts, ob du aufhörst oder weitermachst. Der ist nur am Randolieren hier. Und guck dir das doch immer an. Kann ich jetzt eine rauchen oder klaut er mir die Kippen auch noch? Warum soll ich denn darauf dressieren, dir die Kippen zu klauen? Bist ja, bei dir ist mir, also wirklich, bei dir wundert mich nichts mehr. Der wird dir hier den Platz auf links umdrehen, das sag ich ja, dir. Ja, und dann werde ich dich auf rechts umdrehen, das garantiere ich dir für. Das macht der nicht mit mir. Entweder erziehst du den vernünftig oder ich bringe zur Tierschule. Oder Hundeschule heißt es ja. Hey, beim Netz weg! Das ist doch nicht wahr. Der bringt uns doch noch eines Tages eine bisschen größer die Bäume hier noch rein. Wenn mal wieder genervt bis hier, kannst du ihn auf den Arm nehmen, eine Runde kuscheln, geht's dir wieder gut. Ja, kuscheln. Weißt du, wie groß der wird? Bisschen glücklich bist du aber. Ja, ist auch ganz süßer. Kuschelpause. Du bist gar nicht so böse, wie Wilke sagt. Nein. Du wirst mein bester Freund. Wir beide werden das verstehen. Ja. Das tut richtig doll weh. Du bist ja ein kleiner Ganove. Das ist ein Hund und keine Panzerfaust. Wie hältst du den denn? Wie ein Leguan oder was? Oh, was ist das süß. Ey, wenn er nicht ärgern würde. Diese Woche machen wir Platz fertig und das anständig, das sage ich dir. Das sagst du jedes Mal. Das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Der Einzige, der hier nicht anständig die Sachen macht, bist du. Ja, natürlich. Wer packt dann nie was an, weil er dann die Kamera in der Hand hat? Ich habe dir schon ein paar Mal gesagt, bring den Kameramann mit, dass wir endlich mal zusammenarbeiten können. Aber nein, Herr Zieren weiß schon, wie er es machen muss. Also kommt diesen Sonntag eine Episode. Udo und Wilke machen gemeinsam den Sportplatz fertig. Ja, ich mach den ja eh alleine fertig. Ja, dann wird's ja heißen, Udo macht den Sportplatz mal wieder nicht richtig fertig. Nee, man kann auch sagen, wenn du da bist und der Hund, Fiete und Wilke... Fiete! Fiete! Also was genau liegt jetzt an? Den Sportplatz fertig machen. Das heißt, mit Mähmaschine, Blätter saugen. Was ist denn eine Mähmaschine? Unseren Trecker. Dann sag doch Trecker. Das, Leute, du willst es immer genau worden. Udo, weil der Trecker heißt und nicht Mähmaschine. Das ist, kannst auch eine Mähmaschine dran sagen. Oder eine Saugmaschine. Er saugt auch noch die Blätter ab. Wieso hakst du dann hier? Bist du doof oder was? Nee, aber da die Ecken kriegt er so nicht. Wochenende bewegst du deinen fetten Dinosaurierkörper hierher und hilfst mit. Ich habe aber Besuch. René kommt mit. Oh, nee. Wieso? Da werde ich ja gar nicht fertig. Der versucht mir den Schneckenwitz wieder zu erzählen. Und das schaffe ich nicht. Bitte geht einfach den Haufen weg. So, liebe Freunde, Sonntagabend gibt es eine neue Episode. Aber übrigens, wir beide fliegen ja bald in Anführungsstrichen in Urlaub, ne? Ja. Was, freust dich? Ja. Du bist noch nie in deinem Leben geflogen, ne? Nee. Und jetzt musst du die Begeisterung, jetzt bist du 7 Tage bald mit mir weg. Willst du eine Antwort drauf haben oder was? Bist du glücklich? Ja, ich bin so glücklich, ich könnte Freudensprünge machen. Und liebe Zuschauer, schätzt mal, wo Wilke und Udo im Januar hinfliegen. Schreibt das mal unter den Kommentaren. In die Kommentare. In die Kommentare. Du sagst immer wieder unter die Kommentare. Ja, in die Kommentare. Du freust dich richtig, ne? Ja, ich freu mich richtig. Du, die Scheißbox nimmst du wieder mit nach Hause. Nee, die lasse ich hier. Das ist doch fiese Spielzeug für den Sportplatz. Da kann ich die Scheiße wieder wegstellen, oder was? Dann lässt du hier, das ist dein Spielzeug. Wenn's regnet, wird dir nass. Dann stell ihn unter. Ja, ist gut. Oh Mann. Willst du den Hund in den Kofferraum packen? Das ist ein Zweitürer, kein Viertürer. Woher wusste ich, dass du den Karton hier stehen lässt? Udo, das ist ein Spielzeug für den Sportplatz. Ey, jeder normale Hund hat ein vernünftiges Spielzeug. Nur Wilke Zierens Hund, weil das ein besonderer Hund ist, hat einen Karton zum Spielen. Mach die Tür auf, Fiete will ins Bett. Fiete. Fiete. Oh, Wilke, warum nimmst du nicht August? Weil schon, dass du eine sterbliche Hülle steckst. Ne? Ja, das aber, du, was sollst du sagen? Ja, Leute, ihr habt uns schon abonniert in Facebook, Instagram und YouTube. Warum lachst du jetzt so blöd? YouTube, Udo. Ja, ist doch egal. So, und was gibt's noch? Oh ja, und unser Shop, moinalter.de. Da gibt's Shirts und Tassen mit Udos besten Sprüchen. Einnahmen davon fließen in unseren Verein und in Udos Frisur. Mit dir ist das... Ja, ja.
Mit dir ist das eine Katastrophe. Ja,